Das wird alle interessieren, die kein Geld haben. Das Geld, was man nicht hat, kann man jetzt bei der Bad Bank anlegen. Das Gesetz dazu ist beschlossen. Weil nun die Bad Bank nicht einfach nur eine arme Bank ist, sondern eine böse Bank, holt sie sich das Geld über die Steuern und Inflation zurück. Das ist aber gar nicht schlimm, denn die Verluste übernimmt die Bad Bank. Das war jetzt schwerer volkswirtschaftlicher Stoff. Ich warte ja auch darauf, dass Boris Becker ins Dschungelcamp geht. Morgen geht's weiter.